Jo meine Freunde, mein Name ist Viva, OutPPV von Professional Board and Online Gaming und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge meiner Let's Play Serie zu Call of Duty Infinite Warfare. Und wir befinden uns mitten im Gefecht, haben schon einige Raumschiffe eliminiert, haben schon einige Roboter erschossen und irgendwelche, keine Ahnung, gemeinen, fiesen Typen, die die Herrschaft übernehmen wollen. Da war doch gerade einer. Wusste ich's doch. Ah, hier ist auch einer. Schieße ich... Oh, das war der Nate. Schieße ich eigentlich zu lange auf die... Ah. Nate. Eat this, my friend. Wo sind meine Kumpel eigentlich? Was ist denn jetzt schon wieder los? Nee, oder? Moment. Die Map kennen wir doch. Das ist doch Terminal, oder? Okay, der Roboter ist sehr mächtig. Na klar, verliere ich Sauerstoff für meine Scheiße hier angeschlagen ist. Oh, wie dramatisch. Rück ja schon. Ja, Helm kaputt, würde ich meinen. Alles bestens, Ethan. Und du? Volle Kraft, Sir. Also, Ethan ist eine coole Sau, oder? Die Erde steckt in Schwierigkeiten, wenn wir den Frachthafen nicht zurückerobern. Können zwei Großkampfschiffe diesen Luftraum halten, Sir? Negativ, sie brauchen Luftunterstützung. Eins nach dem anderen. Zuerst braucht der Captain eine Waffe. Wo gibt es hier Ausrüstung? Waffenkammer gleich da vorne. Mir nach. Bravo, ja, habe ich schon wieder keine Knarre. Fällt euch was auf, ich bin ja immer der Typ ohne Knarre. Oh mein Gott, sie haben die Waffenkammer entdeckt. Das ist unser Arsenal. Nehmen Sie, was so. Sie brauchen. Danke, Wachmann. Was ist das? Oh, das ist eine Pumpe. Schrotflinten und LMGs. Wie bestellt. Captain, diese Schockgranaten sind sehr effektiv gegen Bots. Halten Sie die bitte von mir fern, Sir. Hier ist auch ein Verbesserungsterminal. Bin versorgt. Brechen wir auf. Aufmachen, Soldat! Nee. Das ist ein Angriff auf die Basis. Gehen wir da raus und sichern wir sie. Okay, das heißt... Okay. Ja gut. So eine Knarre gefällt mir. Nur so ein Laserzeugs ist irgendwie so... So mit Laserstrahlen und so... Wir sind hier oben auf der Verbündete gestoßen. Was gibt's hier? Ah, Schockgranate. Wir sind dahinter, kommen zur Verstärkung. Geht schon. Schwere Roboterzerlegung hier. Oh! Das war aber ein sehr mächtiger Abschuss. Und falls jemand von euch den Hund gehört hat, der steht an der Tür und bewacht meine Liegenschaft. Oh, ich hätte vorher nachladen sollen. Ah, hier oben. Ich meine, wir spielen primär gegen Roboter, ne? Wieso stirbt er nicht? Mann. So, ich muss mal nachladen, Leute. Ihr haltet das Feuer, ich lad nach. Dauert bei einem LMG natürlich ungleich länger. Mann, die halten was aus.
Oh, Nate, weg. In der Zwischenzeit kann ich ja nachladen, explodiert die Nate. Oh, mein Kollege wirft sie zurück. Mann, ist der mutig. Habt ihr das gesehen? Ah, hier oben ist noch einer. Ah, das ist Ethan. Hätte ich schon fast wieder auf Ethan geschossen. Ach, das bleibt. Ja. Komm her, du Schwein, ich erschieß dich. Wow, cool. Ach, das... Man kann ja... Na, was willst du von mir? Man kann ja boosten und so. Und an Mauern entlang laufen. Das habe ich bisher noch gar nicht gedacht. Kann durchaus strategisch wichtig sein. Weil irgendjemand von meinen Mates ist da oben entlang gelaufen. Habt ihr das gesehen? Kann ich das auch? Ha! Hier gibt's Munition. Sehr praktisch. Ach. Da stellt sich Ethan einfach so in die gegnerischen Roboter rein. Ja, die Granate macht Sinn gegen die Robis. Sowas unterstütze ich natürlich. So, wo müssen wir hin? In der Captain. Ah. Gut euch zu sehen, Marines. Ganz ehrlich. Ich sehe Jackals mit unserem Namen. Nun ja, also komplett überzeugt, zumindest die Story hier und ich meine aufgezogen, grafisch super und bombastisch und alles, aber es, ja, es holt mich nicht ab. Freigabe zur Startvorbereitung? Habe ich, Ma'am. Noch nicht. Was haben Sie vor? Wir kapern ein SDF-Kampfschiff und schalten es aus. Das muss ich schon sagen. Die Bodenphase ist vorbei, Sergeant. Scars gehen in die Luft. Zeit, sich die Flügel zu verdienen. Sie haben Rückhalt, Captain. Leute, durchhalten! Wie in die Luft. Setzen wir diesen Aufzug in Gang. Okay. Wie laufen meine Befehle, Captain? Du kommst mit uns, Ethan. Yes, Sir. Omar, Sie gehen mit Sorte. Ethan, du kommst mit mir. Das ist keine Übung, Captain. Keinen Wort. Einen Marine. Mein Team steht, Sergeant. Hurra. Danke für Ihr Vertrauen, Sir. Dann heben wir mal ab. Müssen wir schon wieder fliegen? Nee, oder? Ach, komm. Er hat sich eine SSD-Festplatte eingebaut, so schnell wie das System hier startet. Düsen sind okay, Antriebe auch. Die Küstenwacht wird überrannt. Fliegerisch braucht Hilfe aus der Luft. Eins nach dem anderen, Jungs. Erst sichern wir die Bahn, dann helfen wir. Ich bin nicht begeistert, habe ich das schon erwähnt? Starterlaubnis erteilt. Diesen Hafen nur, wenn wir die Luftröhre zurückerlangen. Räumen wir auf und drängen die SDF aus diesem Luftraum. Gegenmaßnahmen! Ich bin markiert! Ziel 1 Uhr! So, das, ich mag nicht fliegen, ich kann nicht fliegen, habe ich das schon erwähnt? Ich fliege jetzt einfach dieser kleinen Hure hier nach. Ich meine, das ist für Leute wie mich. Ich meine ernsthaft, ich bemängel das jetzt einfach und sag Scheiße. Ich sag's wie es ist. Das sind ich sag,
Die Küstenwacht-Jackals sind da nicht auf ausgelegt. Tigris, wir brauchen etwas zur Chancengleichheit. Ich mag nicht fliegen. Ich meine, das ist armselig. Aha, was ist jetzt? Jetzt bekomme ich wieder Munition. Geladen und entsichert. Skars, trefft sie mit euren Raketen. Ziel zerstört. Feind zerstört. Wie ist die Lage? Fast fertig, die Basis ist bald gesichert. Ja. Nur noch ein paar! Schießen wir sie ab und helfen der Tigris! Hab's gleich! Skars, wir haben Ajax im Kampfgebiet! Diese Kampfschiffe angreifen! Auf die Kampfschiffe. Bitte schießt auf die Kampfschiffe. Alter, ich mag das nicht. Alter Schwede, Leute, echt jetzt? Da geht's ja, ist ja schon wieder so eine Scheiße. Verstanden. Könnten wir den noch schnell erledigen? Das ist ernsthaft, also wenn es euch jetzt wundert, warum ich hier so wenig spreche, ich bin so konzentriert, dass ich diesen Shit hier runterspiele. Ganz ehrlich, das ist kein Call of Duty. Ernsthaft. Nee, das ist... Das ist... Nee. Nee. Raider, Tigris hat einen Backbordmotorschaden. Er bitte sofort die Unterstützung. Raider wird an Bord des Kriegsschiffs gehen und es ausschalten. Enttäuscht. Warten Sie. Ernsthaft. Wir gehen über die Backbord-Bugseite rein und dann schwerelos zur Brücke. An Bord deaktivieren wir die Brücke und die Heckkampfsysteme. Verstanden. Nach Deaktivierung gehen wir über die Frachtrampe raus. Bestätigt. Tigris greift an, wenn ihr bereit sind. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich das weiterspielen soll. Auf 12 Uhr. Im Blick. Tigris, haben Sicht. Bestätige Sicht. Deckungsfeuer. Komm mit rein, Raider. Wo was? Auf die Flak aufpassen. Seh ich. Küstenwacht Jackal abgeschossen! Absprungzone voraus! Absprung in 3, 2, 1! Los, los, los! 1, 1 ist raus! Oh mein Gott! Gut, gehen wir! Feindkontakt! Aufschalten! Vordringen zur Brücke! Sind das die Gegner?
Ist das armselig? Echt jetzt? Hinter diesen Kisten! Oh mein Gott! Ja, was? Sie entkommen? Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin. Ich lade gerade nach, Leute. Wir brauchen Unterstützungsfeuer bei den Skelett! Alter Schwede! Ernsthaft? Da sind ja auch... Ja, ich muss mal nachladen. Warte mal, gib mir einen Moment. Oh, ich bin verkehrt. Bestätigt. Tigris sind außen an der Brücke, bereit für den Durchbruch. Ja, meine Freunde, und wie wir da durchbrechen, das seht ihr vielleicht in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Euer. Ich bin echt enttäuscht. Viva.